Tja, willkommen zu Gunmetal. Ein, ja, denke ich mal, ziemlich unbekanntes Spiel. Ich habe zumindest nichts davon gehört. Ich habe es ja zufällig wieder auf Steam gefunden. Und im Intro hat man schon ein bisschen gesehen, es ist ein bisschen Transformers-mäßig. Ja, wir spielen so eine Art Roboter, der sich verwandeln kann von halt normaler Gestalt in so einen Jet-Modus. Und ja, Story des Spiels weiß ich nicht so wirklich. Irgendwie, wir befinden uns im Krieg und dieses Projekt ist halt die letzte Hoffnung. Nein, wir wollen es nicht nochmal sehen. Ist die letzte Hoffnung, um unserer Seite halt den Sieg zu bringen. Tja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir nehmen New Game. Nein, ach Mist. Ich spiele mit Gamepad, irgendwie ist das ein bisschen komisch. Tja, und da habe ich auch schon die falsche Taste gedrückt. Also die Belegung ist eben ein bisschen komisch. Ich habe hier ein PlayStation Gamepad. Und ich will natürlich immer bestätigen mit X, wie ich das gewohnt bin, aber X ist irgendwie hier abbrechen oder zurück. Von daher, ich benutze jetzt einfach mal die Tastatur, solange wir hier noch im Menü sind. Wir nehmen New Game. Ja, zwei Spielstände sind hier schon. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt. Und ja, das war ein bisschen komisch mit der Steuerung, das zuzuweisen. Irgendwie hat sich das zurückgesetzt manchmal und das war irgendwie ganz komisch. Jedenfalls, ich mache mal hier Empty Slot. Und, ach, keine Ahnung, hier nenne ich das LP. Okay. Saving Game und dann Select Mission. Ja, wir haben nur die Mission Zero Hour Location Zone 1. Keine Ahnung, was das aussagt. Wie auch immer, starten wir mal. Ach so. Ja, hier können wir noch einmal sehen, was wir. Ja, unsere. Jetzt habe ich. Gamepad im Mikro verhakt. Unsere Ausrüstung. Einmal Vulkan Cannon. Ideal für schnell bewegliche Ziele. Unendlich Munition. Phoenix. Gegengruppenziele. Das ist halt, wenn wir den Jet-Modus haben. Und als ja, in normaler Form Flak Gun. Auf kurze Distanz und Maschinenpistole. Ja, ich denke mal quasi dasselbe wie die Vulkan kenne, nur halt im Bodenmodus. Ich würde sagen, auf geht's. Und dann. This farming area is the source of essential provisions for our troops. We have done all we can to prevent enemy occupation, but the front line has finally been breached. Our intelligence headquarters has now come under heavy attack. It is finally time to reveal Project Gunmetal. Show no mercy. Yes, Sir. Alles klar. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Spiel ernst nehmen soll oder ob ich drüber lachen soll, aber wir gucken erstmal. So, wir sind direkt irgendwo in der Schlacht. Ich baller erstmal ein bisschen drauf los. Wir haben einmal hier unsere Pistole, wir haben auch Raketen, die irgendwie selber sich ihre Ziele suchen. Und dann können wir noch umschalten auf diese Flakgun. Das scheint irgendwie sowas wie eine so eine Art riesige Schrotflinte zu sein, die auch ziemlich effektiv ist. Kaboom. So. Ah, hier nehmen wir nochmal die Raketen. Ich weiß nicht, mit Raketen. Also links unten sieht man, Raketen haben wir jetzt noch drei Salven quasi. Bam. Ob man da irgendwie nochmal wieder das auffüllen kann, ich weiß es nicht genau. Nein, halt. Ach ja, es gibt die Möglichkeit. Ja. Also Sprachausgabe ist leider im Englisch, aber ich denke mal, ist nicht so kompliziert. Kann ich die. Oh, ich kann unsere Leute. Ups. Tja, okay. Vielleicht sollte ich die nicht tot trampeln. Gut, wir haben auf jeden Fall ein neues Ziel. So, ich drücke mal das, was jetzt Kreis wäre beim PlayStation Controller. Und jetzt muss ich mal eben
Ich muss mich ein bisschen noch an die Steuerung gewöhnen. Also es kann sein, dass ich noch ein paar Fails drin haben werde. Im Jet-Modus, wir können einmal bremsen, sind relativ langsam. Wir können so einen Power-Boost irgendwie, um zu beschleunigen. So, und wir sollen irgendwo hier... Ammo and Re-Energizer ist das hier, aber wir haben Shield. Diese Shield-Anzeige da unten ist voll. Ich denke mal, das ist unsere Lebensanzeige. Sonne! Gut, dass das gar nicht nervig ist. Ich sehe einfach gar nichts. Feinde beim Farming Area. Da sind Windmühlen. Wo sind die Feinde? Ach, da. Ich bremse jetzt einfach. Nein, ich will hier Vulkankeimen. Ich finde es erstaunlich, dass man mit einem Jet so langsam fliegen kann. Quasi in Schrittgeschwindigkeit. Und diese Sonne ist auch ein bisschen nervig. Man sieht einfach gar nichts. Damn, kann ich die eigentlich auch rammen einfach? Oh. Ja, kann ich, aber ich glaube, das sollte ich nicht tun. Ah! Oh Gott. Was habe ich getan? Ich bin verwirrt. Nehmen wir die Raketen. Müsste ich doch. Bam. Ich wollte sagen, ich habe keine Raketen mehr, aber doch. Farm Area must not be harmed. Passt das schon? Protect the Farm Area, ja. Ah, okay. Der Gegner wurde geschlagen und verbündete Verluste... Oh, das war's schon. Mission complete, Time 3:40. Na gut, dann keine Ahnung, ob die anderen Missionen jetzt auch so schnell gehen. Und ich weiß auch nicht, wie lang das Spiel überhaupt ist. Ich werde erstmal sagen, Next Mission. Saving Game. Mission 2, Defender. Location Zone 2. Okay. Torpedo. Torpedo sehr effektiv gegen gepanzerte Ziele. Okay. Okay. Kann ich das jetzt irgendwie... Ach so, Moment. Ach, den habe ich jetzt mit ausgerüstet, okay. Ja, gut, dann... Also ich denke mal, der ist jetzt mit im Arsenal drin. Hoffe ich mal. The enemy has been deploying automatons to deliver devastating explosives to our settlements. We have detected a number of these walking bombs making their way toward our weapons research facility. Protect our settlements and do not let the enemy jeopardize the arms program. Laufende Bomben, verstehe ich das richtig? Okay. Ein paar Ziele, die wir zu verteidigen haben. Ich würde sagen, okay, kriegen wir hin. Auf geht's. Our settlements are vulnerable to attack. Hey. Okay, das sind ziemlich einfache Ziele. Wow, was? Ah, was ist das? Macht das. Ach so, ah, das ist ja Bombe. Ja, genau. Stand doch im Briefing, hätte ich mal mir merken sollen. Und böse, bist du böse? Du bist böse. Bam. Hat der hat keine. Doch, der hat eine Lebensanzeige, okay. Boah, diese Flakgun ist ja eher für Nahkampf. Ist der jetzt... Na, ja, der ist nah genug. Okay. Aber die sind wahrscheinlich nicht nah genug. Nehmen wir mal wieder... Nein, nicht den Torpedo. Wobei... Ist der... Nee, ist der zielsuchend? Nee. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Doch, der scheint... Keine Ahnung. Ich nehme erstmal die Pistole. Ich bin verwirrt. Sterbt ihr Schweine, was auch immer ihr seid. Settlement 1 is safe.
Wir werden gebraucht in Settlement 2, das irgendwo hier drüben ist. Ich kann meinen ja überhaupt nicht sehen wegen der Sonne. Ich folge einfach der Karte und das gelbe Kreuz ist genau hier. Und der Gegner ist da drüben, ja, da. Pium, pium. Irgendwie erinnert, na gut, ich wollte jetzt sagen, erinnert mich an ältere Spiele. Bei jedem Treffer blinkt der Feind auf, aber es ist ja auch ein älteres Spiel. Nein, jetzt. Ja, wieso kann ich nicht mehr hochgucken? Oh, okay. Irgendwie habe ich aus Versehen gerade Auto-Aim angemacht. Wie auch immer ich das geschafft habe, weil Auto-Aim liegt auf Dreieck und Dreieck brauche ich irgendwie überhaupt nicht. Naja. Oh. Ah, ich weiß, wie ich das geschafft habe. Ich wollte die Waffe wechseln und habe irgendwie aus Reflex Dreieck gedrückt. Jetzt bin ich gerade am überlegen, in welchem Spiel habe ich denn Dreieck als Waffenwechsel? Keine Ahnung. Kann es sein, dass mich die Explosionen verletzen, wenn ich... Ja. Ja, weiß ich nicht. Mein Schild war eben zumindest bis zur Hälfte runter. Ja, okay, die Explosionen machen Aua. Vielleicht sollte ich hierfür diese Torpedos benutzen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Sonne. Oh, Überraschung. Siedlung 3 wird angegriffen. Das hätte ich ja jetzt gar nicht erwartet. Ich frage mich auch, auf welchem Planeten wir sind, weil da ist ein Mond, da ist noch ein Mond, da ist noch ein Mond. Also wir sind auf jeden Fall nicht auf der Erde. Siedlung 3 ist das hier. Ach stimmt, ich kann ja auch einfach hier im Flugmodus bleiben. Ist vielleicht sogar einfacher. Ach, der ist noch gar nicht tot. Ah. Ja, wie gesagt, mit der Steuerung, da das muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Irgendwie habe ich im Moment auch keine Lebensanzeige. Warum, weiß ich nicht. Jetzt habe ich wieder eine. Habe ich die im Flugmodus nicht? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Piu, piu, piu. Ach, warum haben die... Ja, ich protecte doch die Zivilisten ganz ruhig. Hier, Torpedo, bam. Wie viel habe ich denn davon? 40?